Bei manchen Dingen, die im Laufe der langen Filmgeschichte passiert sind, verstehe ich einfach nicht, wie das sein konnte. Beispielsweise gibt es einen absolut großartigen Film mit Rod Steiger, James Coburn, von keinem geringeren als Sergio Leone, der an den Kinokassen keinen Erfolg hatte. Und vor allem hatte er dann noch den großartigen Titel Duck, You Sucker. Also quasi Duck dich, Trottel. Heißt wirklich ein Film. Aber nachdem das offensichtlich nicht wahnsinnig erfolgversprechend war, wurde er dann umbenannt in A Fistful of Dynamite und hatte dann zumindest, sagen wir mal, veritablen Erfolg. Und jetzt gibt's von Eureka im Rahmen der großartigen Masters of Cinema-Reihe einen britischen Blu-ray-Release. Und ich muss zugeben, es ist ja mittlerweile schon die Nummer 219 der Masters of Cinema-Reihe. Wer meinen Kanal wirklich aufmerksam verfolgt, und damit meine ich aufmerksam seit langem, weil ich tatsächlich in der letzten Zeit keine Blu-rays aus der Masters of Cinema-Reihe mehr vorgestellt habe, alleine aus Zeit- und Geldgründen und aus vor allem auch dem Grund, weil sie keine Steelbooks mehr veröffentlicht haben. Ich habe ja früher sehr, sehr viele Blu-rays aus der Reihe hier ab und zu einmal auf dem Kanal gezeigt, weil sie im Steelbook veröffentlicht wurden, aber dann, nachdem die Masters of Cinema-Reihe zu 90% nur Keepcase und Amarays bringt, hat mich das ganze Zeug dann irgendwann einmal auch nicht mehr sonderlich interessiert. Jetzt allerdings bei A Fistful of Dynamite habe ich alleine aus dem Grund zuschlagen müssen, weil dieses Cover-Artwork absolut geil ist. Alleine der Kerl, der auf dem Motorrad sitzt und sagt, ha, schaut sie mal, wie toll ich mich in die Luft sprengen kann, weil offensichtlich ist ja sonst in der Nähe niemand anderer, dem er was antun kann, außer höchstens sein Partner, der direkt daneben sitzt und Django zeigt, wo man mit einer Stand-MG auch noch einmal ordentlich aufräumen kann. Aber das ist ja lang noch nicht alles. Unten die Explosion der chinesischen Mauer, während ein weiterentwickelter Dalek versucht, durch die Wüste durchzukommen. Das ist ja wirklich absolut großartig, wirklich wunderschön, meisterlich gezeichnet. Das Einzige, was mich bei diesem Cover-Artwork wirklich stört, und das wird jetzt von euch niemanden wundern, ist einfach dieser Rahmen. Ich hätte es wesentlich geiler gefunden, wenn man vielleicht auf ein bisschen mehr von der Schrift verzichtet hätte und dafür aber das Artwork wirklich für das komplette Cover-Artwork genutzt hätte. Das ist aber offensichtlich so eine Art Masters of Cinema-Trait. Außerdem finden wir immer noch den gebrandeten Spine. Der sieht eigentlich immer noch so aus, wie ich ihn von der Reihe in Erinnerung habe. Aber die Nummer 219 ist dann halt schon relativ extrem. Und ja, ich weiß, dass auch meine Indicator-Serie bald in diese Sphären kommt. Danke für den Hinweis. Apropos Hinweis übrigens an der Stelle, wäre wahrscheinlich passend zu erwähnen, dass der Film in dieser Blu-ray-Version in zwei verschiedenen Fassungen vorliegt, nämlich einerseits in der internationalen Version, andererseits in der original italienischen Version, wobei, soweit ich das richtig mitbekommen habe, ich glaube, die großen Unterschiede zwischen den beiden Fassungen liegen in den Credit-Sequenzen und Titeleinblendungen, aber was ganz, ganz wichtig ist und was ich leider bei der Bestellung von diesem Set nicht gewusst habe, Achtung, 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 diese Blu-ray enthält einen zensierten Film. Und zwar beide Versionen von dem Film sind zensiert. Wenig überraschend, aufgrund der britischen Bestimmungen gegen Gewalt gegen Tiere in Filme, wurden auch diesmal wieder zwei Pferdestürze aus dem Western gestrichen, wo man mehr oder weniger davon ausgehen kann, dass das für die Pferde jetzt nicht sonderlich gut ausgegangen ist. Aber nachdem ich ebenfalls relativ strenge Grundsätze habe, wenn es eben um das Zeigen von echter Gewalt gegen echte Tiere in Filmen geht, stört mich das an der Stelle ehrlich gesagt fast gar nicht, weil die Pferdestütze, die klassischen, mir noch verhältnismäßig weniger stören als beispielsweise eben diese ganzen alten Kannibalenfilme, ist es trotzdem was, worauf ich verzichten kann, ganz im Gegensatz zu einem Backcover-Artwork. Und da muss man echt sagen, es ist wirklich toll von Ihnen, dass Sie extra die Backcover-Informationen auf einen Zettel drucken, damit man dann auf dem eigentlichen Backcover noch Platz für ein Artwork hat. Oder einfach Platz für fucking Schwarz. Bald würde ich eigentlich fast schon so weit gehen und sagen, es ist doch eigentlich Verschwendung von Druckertinte.
Wenn man schon kein Artwork bringen möchte, dann könnte man doch auch gleich alles weiß lassen, oder? Das spart Kohle, das spart Tinte und ausschauen tut's eigentlich genauso beschissen, als wenn man's schwarz macht. Das ist echt, also für sowas werde ich, glaube ich, nächstes Jahr dann alleine schon Slots auf der Liste der Worst Blu-ray Designs of the Year Liste freihalten. Außerdem bekommen wir die quasi klassische Masters of Cinema Cover-Aufbereitung mit demselben großartigen Motiv auf dem Keepcase, da dann tatsächlich auch mit Backcover. Außerdem im Inneren natürlich noch ein Wendecover, das ich ebenfalls absolut großartig finde, halt mit dem italienischen Titel drauf. Das finde ich ebenfalls fantastisch, vor allem die Energie, die hier. So eine Mischung aus Baller, Western und Zahnarzt-Werbespot. Außerdem eben eigentlich noch ziemlich cool, dass da dann eben auch die italienische Version auf der Blu-ray dann drauf ist und hier dann die US-Version passend dazu eben das Wendecover mit einem durchgehend in anderen Farben gehaltenen Motiv. Außerdem noch ein Blick in das Booklet, auch das nur mit dem Frontcover quasi bedruckt, aber es gibt dann hier auf über 60 Seiten, muss man ja echt sagen, wieder mal ein absolut umfangreiches Booklet. Das ist ja wirklich etwas, das nicht selbstverständlich ist und gerade auch, das ist ein geiles Cover. Wenn man bei uns momentan im absoluten Mediabook-Wahn sich befindet und Mediabooks ja mehr oder weniger gezwungenermaßen ein Booklet enthalten, wenn man jetzt nicht gerade Shock Entertainment oder Mad Dimension heißt, gelle, aber trotzdem ist dieser Umfang absolut genial und macht wirklich, wirklich was her auf diesem Blu-ray-Set. Wie gesagt, für einige kommt es wahrscheinlich aufgrund der Zensur schon einmal allein nicht in Frage. Ich habe es trotzdem bestellt, beziehungsweise wusste ich es zu der Zeit noch nicht, dass da was fehlen wird. Aber wie gesagt, auf die Pferdestürze rückblickend gesehen kann ich verzichten. Gut, dass eben auch die US-Fassung mit englischem Ton mit drauf ist. Von daher bin ich eben gespannt auf den Film, weil mit Ausnahme von dem Rahmen ist das ja ein wirklich, wirklich, wirklich geiles Cover.